Hallo und willkommen zurück zur Runde 2. Ich sagte, ich bin bereit, Dennis. Meint gerade geschmiertes Brot zu essen. Mein Scherz. Really? Ja, also ich esse es tatsächlich. Ich hoffe. Ich höre keinen. Ich rede nur dann, wenn ich nicht kaue. Ich darf nur keine Ohren, während ich hier einfach rumstehe. Ich schieße ja auch. Und so schwach wie die sind, wird mich keiner umbringen, sehe ich davon aus. Willst du hoffen? Vielleicht sind die jetzt 50.000 mal stärker, weil wir eine Stufe höher sind. Naja. Immer noch Low Level. Die sind mir ein bisschen zu weit weg. Aber mal näher ran. Ach, da oben habe ich ihn gut aus. Oh Mann, ey. Der Pyromane. Keine Elektroschocks verträgt. Haben die keine Rüstung für alles? Einfach alle so vorbeilaufen, einsammeln. Ganz da hinten sind sie. Noch mehr Pyromanen. Feuerresistent. Ich stehe oben auf einer Kiste und die schaffen es nicht, mich umzubringen. Nance Ingenieur ist ganz da hinten. Wow, ein Elektroschock hat den gekillt. Von der Entfernung. Naja, es ist ein Elektroschock. Ey, das ist aber gut für die Quest mit dem Töten. Die Miesoldaten haben wir schon genug. Ich glaube, in der Töten-Quest muss man normale töten, oder? Zu Pyromanen zählen ja, glaube ich, gerne dazu, oder? Und fünf. Warte, uns fehlen nur noch die 5 Jetpack-Lands, den Rest haben wir schon. Es waren knallharte Pyromane, Chemie und Speerspitze. Und ich kann nicht beruhigen, Jetpack-Lands kommen nach dieser Quest in der nächsten. Oh, Speerspitze, verdammt, da mach ich nicht wieder machen. Stirb! Oh, warte mal, Feuer, Feuer, wo hab ich denn Feuer? Ein Schuss, ein Kill. Die haben sogar mein Schild down gekriegt, scheiß Elektro-Heinis. Ja, genau dafür sind die da. Wow, die sind aber echt fies drauf. Vor allem stecken die sich hinter der Säule da. Ich glaube aber es sind. Wahnsinn, es waren echt 5 oder 6 Speerspitze. Jetzt bin ich wieder voll. Oh, Mist. Die droppen zu viel. Kommt noch einer. Die droppen zu viel. Nein, du kannst ja immer hin und her laufen, nicht wahr? Oh, das war so eine Granate, ja gut. Ich hab voll lang noch einen Schlag, den man kriegen kann. Hey, Sanitäter! Hilf mir, ich bin nicht ganz geheilt. Nur noch der da? Nee, ganz hinten ist auch noch einer. Ein Lane-Speerspitze, okay, der ist erledigt. Der fette da ist der letzte. Denke ich, wir sind dran. Ja, erledigt. Sehr gut. Mit meinem Brot bin ich auch fertig. Das heißt, nächstes Mal werde ich mich auch wieder bewegen. Was, du bist nur gestanden? Naja, ein bisschen bewegt habe ich mich schon, aber ja, die meiste Zeit bin ich an derselben Stelle gestanden. Ich musste nur ab und zu wieder auf die Kiste hoch, weil ich runtergeschleudert wurde.
keine Jacobs benutzt. Wenn sie spannen müssen, ist... Ja, ich sag doch, es ist einfach zu einfach. Ja, so ist das Leben. Hm, wie? Als Carpador. Hä, was, Carpador? Das Leben als Carpador, ganz genau. Du bist ein Carpador? So, ich helfe dir mal ein bisschen beim Einsammeln von dem ganzen Scheiß. Ich bin jetzt gerade dabei, den ganzen Scheiß zu verkaufen. Ja, und ich sammle in der Zwischenzeit ein. Soll ja nicht ewig dauern. Darfst du nur nicht vergessen, was davon das Zeug war, das ich behalten wollte. So, okay, hier hinten ist... Ah, der ist ein Gift. Eine Pistole, ein Revolver. Also ich habe ganz hinten angefangen. Ah, oh, hier ist noch ein Leichenberg. Okay, die Leichen sieht man ja nicht mehr. Man kann erahnen, was hier passiert ist. 6000 XP gemacht. Hat der für eine Waffe mir gegeben? Ah ja, so. Scheiße. Scheiße, was ist Scheiße? Die Hauptsache, der Typ sagt was über die Kammer. Ey, da waren wir schon. Naja, warum nicht nochmal, ne? Ich glaube, dein Inventar ist inzwischen leer. Ich bin nur sicher, dass das alles scheiße ist. Deswegen warte ich mit dem Aufheben. Alles kein Problem, es ist wirklich zum Großteil scheiße. Also Sachen, die weiß sind, würde ich grundsätzlich ignorieren. Da ich allerdings 4 Alien-Waffen habe. Ich finde lustig, wie die alle mehr Rüstung haben als meine Rüstung, aber meine Rüstung hat jetzt fucking Life-Rack drin. Was hast du denn für eine? Ich glaube, ich habe inzwischen eine bessere Rüstung als du. Warte. Ich habe sehr langsame Gesundheitsregeneration. Eine Ladegeschwindigkeit von 100. Schnelle Gesundheitsregeneration, 430-65. Ich habe eine Kapazität mit 967. Boah, 900, Alter, krass. Raritätsstufe blau. Also nicht weltbewegend. So, hast du alles verkauft? Bin dabei. Es liegt bestimmt irgendwo noch irgendwas rum. Ich war nämlich noch nicht überall. Aber hey, das despawnt ja nicht, also können wir die nächste Runde eigentlich auch gleich machen. Oder willst du noch sammeln? Warte, ich glaube, ich habe eine Sache gerade verkauft, die ich noch nicht verkaufen wollte. Ich würde nämlich sagen, bevor du jetzt weiter einsammelst und verkaufst, machen wir die nächste Runde und machen das dann offscreen, das Sammeln und Verkaufen. Steht ja gar nicht dran, um das Verkaufen. Nach der nächsten Runde wird ja eh Partende sein, nehme ich mal an. Das kommt drauf an, wie lang die ist. So, die nächste Runde wird echt heftig. Wie gesagt, wir kriegen Besuch aus der Luft. Und noch eine kleine Überraschung, die möchte ich dir aber nicht versauen. Eine Überraschung. Die ich dir nicht versauen. Wie machen wir den am besten hin? Die Überraschung werde ich aber schon erkennen, oder? Oh ja, ja, das ist schon. Du wirst dir dann auch denken, Mist. Zumindest gehe ich davon aus, dass du das kannst. Au. Speerspitzen. Töte sie. Oh, irgendeiner schießt mit Gift. Chemiesoldat. Verreck. Tasse das. Lass das. Tasse das. Sind sie denn auf einmal? Sieh dir das an. Ja. Oh, da versteckt sich einer. Der ist ja gut drauf. Au. Gegner muss, oh. Ja, muss sterben. Oh,
die auch alle schreien, Alter. Immer mal ein realistisches Spiel. Jeder hier Waffe. Jeder hatte ja auch eine. Ja, aber das war nicht von Anfang an in dem Spiel so. Es ist eigentlich nur in der General Knox DLC so, weil das halt alles diese Leute sind. Vielleicht liegt es auch im Level. Nein, ich weiß es nicht. Das hoffe ich. Down, ja doch. Kurz hatte ich Angst, weil ich ein Mega-Gegner. Hey, haben die einen Scharfschützen? Also, nee, nur einen, der sich hinter so einer scheiß Deckung versteckt. Nup. Schon wieder irgendwo einer. So, der kommt aus dem Keller, Mann. Er ist ein Haufen Gegner. Lance-Verteidiger, da macht Explosion nicht zu viel bei dem Schild. Was mit Feuer, Leute? Ich bin gleich tot, so ein Kack. Zum Glück habe ich hier noch einen. Den muss ich jetzt nur noch töten. Immer einen Gegner übrig lassen. Die Überraschung ist noch gar nicht aufgetaucht. War es doch die Quest danach? Nee, ich muss diese. Ah ja, Rocketeer ist ja schon da. Treffer versenkt. Die Rakete kommt. Raumschiff Surprise. Oh ja. Ich warte immer noch auf die Überraschung. Haken. Ach so, wir haben alle umgebracht von denen. Ja, also die Quest ist ja nicht so anders. Ist doch gut. Aber da war ein knallharter Rocketer. Aber diese Gegner in der Luft, ey. Dieses Geräusch. Dein Nerv töten. Hör doch mal auf damit. Gib mir Jetpack, ich will das auch machen. Das wäre irgendwie cool, dass das kommt jetzt. Einfach als Bonus. So was hätten sie doch noch einbauen können. So, irgendwie fehlt mir hier noch was. Oh, ja, ich glaube, jetzt könnte die Überraschung kommen. Die Tür ist offen, aber es kommt nichts raus. Was ist los? Oh, naja, bislang sind hier nur noch Gegner. Sterb dir, Kampf-Sunnies. Naja, kommt bloß zum Schluss die Überraschung. Freue dich darauf. Ich hoffe, du hast noch jemanden, den du killen kannst. Ich möchte jetzt nicht zu dir vorlaufen. Was ist das denn? Königliche Landsgarde? Hab ich noch nie gesehen. Oh, vielleicht kommt sie ja nur hier. Die ist. Ist die lila? Shit! Da ist er! Da ist die Überraschung! Ich dachte, die Überraschung an der Sequenz, das meinte ich damit. Nope, die Überraschung ist ein Crimson Lancer. Hä? Au! Da fährt er. Oh lol, hab sein Auto! Ja, das meine ich. Boah, fahr nicht so schnell, ich hab einen Raketenwerfer für dich. Ich lauf ihm hinterher und so, aber irgendwie. Du läufst im Auto hinterher. Für mich hast du den kompletten Kreis. Sag mal, kann das deine Freunde auch überfahren? Ich denk schon, in dem Spiel ist das doch. Ich denke ja. So, okay, gleich komm da. Wow, Insta-Kill, lass dich nicht überrollen. Danke, du hast es abgebrochen dadurch. Warum stellst du dich denn was? Vor den, du Depp? Ich war nicht vor ihm, ich war am Straßenrand. Nein, du standest direkt vor ihm auf der Straße. Ich war am Straßenrand. Du standest hier, wo die schönen Striche sind. Auf jeden Fall standest du in seiner Fläche. Er füllt die ganze Straße aus, also naja, Rand ist relativ. Oh. Naja, komisch. Also ich habe noch gesehen, wie er dann an mir vorbeigefahren ist, links. Na, dann war ich tot. Nein, du standest genau in seiner Fahrbahn! Na gut, ich glaube dir. Als Host muss ich das ja. Das ist natürlich doof. Warum stellst du dich überhaupt vor den? Was? Ja, komm her. Na, weil ich damit darauf schießen wollte. Ja, aber dafür musst du nicht direkt vor ihm stehen. Das kannst du auch von der Seite machen oder so. Na, ich hab auch gerade, dass er seinen Kreis gelandet hat. Oh, extra Länge, nur wegen seiner Dummheit. Oh, immer bin ich schuld, immer bin ich doof. Au.
Gib nicht mit deinem IQ an, Mastermind. Nicht jeder kann so schlau sein wie du. Naja, zumindest bringt die XP. Ja, stimmt, XP. Das hat einen Sinn. Du musst ja irgendwo einen Vorteil drin sehen, den Scheiß nochmal zu machen. Das hier ist die Runde namens Corporal. Danach wird's erst richtig nice. Echt? Das ist meine letzte Runde hier. Hä? Was? Nein. Hä? Was will denn noch kommen außer so ein Lancer? Fünf Lancer? Ich lese gerade nach, aber ich weiß nicht, ob ich dir das verraten soll. Wow. Also hier ist es jetzt inzwischen dann so schwer, da sagen sie dir, du sollst besser da oder dort kämpfen. Und du die Spawns merken, damit du die Rocket hier vielleicht rausholen kannst. Oh, aha. Aha. Okay. Da ist sogar ein Tipp gegen die Autos. Nicht sich vor die stellen. Kein Raketenwerfer. Sondern einfach eine starke Giftwaffe. Das hätte ich auch gemacht. Ja, Giftschrott hätte ich genau, aber der hätte drauf geschossen. Raketenwerfer ist doch Angst. Nein, ist er nicht. Sag mal, kannst du das einsammeln? Das ist irgendwie im Boden. Im Boden. Ah. Was kann ich einsammeln? Ja, aber Gift ist echt nicht schlecht. Einfach mit der Chemie hat Giftresistenz. Ja, gleich viel schneller. Alle One-Hit-Kill. Ja, Gift ist für die Bastarde da. Da hinten sind Kampfsanitäter. Hey, wo sind denn jetzt die Gegner? Schau unten auf deine Leiste, da siehst du rote Punkte, falls du dich mal... Ja, falls du eben mal keinen Schimmer hast. Falls ich mich mal alleine fühle. Ja, bingo. Die Dating-App da unten hilft dir, Leute zu finden. Immer schon alles einsammeln, spart uns die Zeit danach. Ich bin voll. Oh, ach so, hör ich. Ich habe auch nicht endlos Inventar. Wir brauchen noch mehr von den kleinen Claptraps, die uns Inventarslots geben. Oh, scheiße, wie ist der tot? Ich glaube, das brauchst du nicht machen. Aber danke. Lance-Verteidiger, trotz Schild und dann ist er schnell da. Sieh mal an. Mit einer Giftrotflinte. Kann man trotzdem auch alle. Kann man eigentlich. Ah ne, man kann da nicht reinfallen, okay. Hast du das Freund? Was? Versuch da reinzuspringen. Du willst also immer testen, ob du stirbst oder nicht. Nein, nicht mit dieser Intention. Ich hab schon gedacht, dass man darüber kommt. Aber klar, ich dachte, ich mach. Du hast auch gedacht, dass ich vor das Auto stehen kann. Ja, warum sind Autos auch One-Hit in dieser Spiel? Naja, wir tun auch jeden Gegner mit One-Hitten, also ist nur fair. Au! Oh, wow, warte, ein Raketenwerfer mit Gift 4. Ich glaube, ich benutze doch einen Raketenwerfer mit Gift 4. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Willst du das jetzt einfach die Empfehlung ignorieren, dass du keinen Raketenwerfer benutzen sollst? Da stand nicht kein Raketenwerfer, da stand einfach nur Gift. Und ein Gift-Raketenwerfer mit vierfach Gift ist besser als meine dreifach Gift-Schrotflinte, meinst du? Ich weiß gar nicht. Ich weiß. Ah! Alter, können die mal aufhören! Die tun ein bisschen weh mit ihren Schüssen. Riecht nach einem Level-Up. Level-Up! Ey, sag mal, wo kommt denn das her? Ey, lass mir fallen noch einen Gegner übrig. Ich sehe gar keinen. Wo kommt was her? Ich sehe keinen Gegner. Du solltest also zu mir kommen. Du siehst keinen Gegner, mach den weg. Oh, da oben ist einer. Einer ist da. Gerade weg. Jetzt muss mich hier beleben. Naja, wir haben ja noch Zeit. Und ich muss mit einer Waffe kämpfen. Da ist nämlich kein Muni mehr drin. Witzig. Liegen überall welche rum, nimm dir eine.
Hä? So meinte ich das nicht. Eine andere Waffe. So meinte ich das aber nicht. Was? Nicht? Sanitäter, ich brauche deine Hilfe. Sanitäter, schieß mich doch nicht an. Du sollst doch Leben heilen. Ja, wobei, gab's nicht mal diesen Skill mit dem Anballern zum Heilen oder war das ein zweiter Teil? Was laberst du? Das muss der zweite Teil sein. Wir spielen nicht Overwatch. Sein. Nein, nicht Overwatch, das war Borderlands 2, ich bin mir jetzt 100%... In Overwatch gibt's einen Charakter, der eine Sniper hat, die dafür da ist. Ah, oh, da haben sie das auch. Scorpio Lance. Ich dachte, da kam diese Idee her. Königliche Lance gerade. Was ist das für ein Spiel? So, ey, Auto ist da, super. Ich stell mich da mal mitten auf die Straße. Nein. Gleich wieder da. Ich warte, bis der seine Runde... Weil er gleich wieder tot. Willst du mich verarschen? Der hat mich... Also der hat mich eindeutig nicht überfahren. Hat er ja auch nicht, du lebst ja noch, du wurdest mal anders umgebracht. Ja, aber... Kein Schimmer, ich sehe ja sonst nichts. Au! Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Da! Dann, da! Dann hat der mich... Da! Mach den tot! Oder ich mach ihn tot, ja du machst... Ja, jetzt mach mich hier am Leben. Scheiße, 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 ich geh weg. Ja, tu das lieber. Okay. Jetzt aber heilen. Okay. Boah, dieses Arschauto. Wenn es mehrere sind, habe ich echt keinen Bock. Wir sollten nicht an der gleichen Stelle stehen und heilen, nur wenn er gerade seinen Kreis beendet hat. Genau! Er ist gestorben, aber ich auch. Schön. Das geht echt schneller als erwartet. Ein bisschen Korrosion. Dann springt. So, nur noch ein, zwei Verteidiger und dann haben wir es. Ja, nee, da hinten sind nochmal. Knallharte Verteidiger. Nicht einfach nur Verteidiger, es sind knallhart. Bin da mal unterwegs. Nach Britannia City. Da geh ich doch immer hin. Ich muss da auch hin für den zweiten Orden, Mann. Ach, ich hab mich gar nicht getan. Nein, ich glaube, das ist der erste Orden. Oder ist der überhaupt ein Orden? Scheiße. Ich bin übrigens jetzt auch voll, ich kann nicht mehr einsammeln. Schade. Irgendwie schade. Es dürfte nur noch ein Gegner sein, das ist der da. Möchtest du eine Rakete? Arsch. Okay, er ist tot. Abgeben, verkaufen. Du verkaufst, ich schmeiß dir Sachen hin, die sammelst du ein und verkaufst du und währenddessen sammle ich weiter ein. Und dann schmeiß ich sie wieder hin. Und natürlich weiterverkaufen. Vor die Füße. Ja. Multitasking. Das ist das Ziel. Leertaste. Oh, die schaut gut aus. Leertaste. Ich schau mir die Grünen gar nicht erst an. Scheiß auf grüne Waffen. Ich schau halt nur aufs Giftzeichen da. Alien-Waffen, die auch grün sind. Vor allem Gift. Aufs Elementzeichen da. Scheiße. Sieh dir das an. Zeichen für Element. Wow. Dann noch ein paar Mods. Und wie hoch das Elementzeichen ist. Granatenmods. Scheiß auf Granatenmods und die Schilde. So! Ich gehe davon aus, dass ich sie schon aufgehoben habe, wenn sie besser sind. Jetzt sammelst du dann ein, was da vor dir liegt. Ich sammle ein, was wir hier nicht mehr einsammeln konnten. Jo. Hey, das Auto hat auch eine Waffe fallen. Also irgendwas hatte vier, ich glaube es war ein Raketenwerfer. Ja, ja, so einer war auch dabei. Irgendeine Elektro-4-Waffe. So, gut, Muni kann ich nicht einsammeln. So. Ich denke, das war's dann für heute. Ich schmeiß jetzt noch das da so vor der Tür. Sieh dir das an. Ja, hab ich schon gehört. Ach, scheiß auf die Lightning-SMG. Werfe ich die auch vor die Füße? Gut. Damit ist, denke ich, alles getan. Oh, der da 3. Abliefern. Was habe ich denn jetzt bekommen? Kruxikanischer Wrestler-Class. Wartet, alles gut. Sergeant. Bereit für einen Versuch, für den Rang eines Sergeants, also steht da nicht drum, rein mit dir. Auch Level 38, trivial.
Ja, alles ist trivial. Aber ich denke, jetzt ist auch dieser Part mal zu Ende, oder? Prinzipiell ja. Also dann, bewerte nicht vergesse und ciao. Tschüss. Wir können auf die Sachen klicken, die da im eingeblendet werden.